Freunde, es ist wieder soweit. Vlog Nummer 3 mit ABMC. Ich heiße euch herzlich willkommen. Und in diesem Vlog möchte ich als allererstes dem Stefan danken. Stefan hat sich bereit erklärt, für mich Lektor zu lesen bei meinem allerersten Buch, das ich überhaupt geschrieben habe. Und ich habe es gerade zum ersten Mal wirklich überflogen. Er hat für mich die ganzen Kommasetzungen ja, berichtigt, bereinigt. Ich bin da nie wirklich fit gewesen. Ich bin gut im Reimen, ich bin gut im Schreiben, aber das Kommasetzen ist tatsächlich nicht meine Stärke. Da habe ich mich etwas Besseren belehren lassen. Stefan, ich danke dir für diese Arbeit. Das ist fantastisch. Ich habe es gerade eben gelesen und das hat mir Anstoß gegeben, heute mit euch, wenn du Zeit hast dafür, eine kleine Vorlesung zu machen. Ich werde dir einfach nur einen kleinen Teil dieses Buches vorlesen. Ich mache das alles hier ungeschnitten. Das heißt, ich schneide meine Videos nicht. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe auch keinen Plan, wie das funktioniert. Könnte ich mich wahrscheinlich reinarbeiten. Momentan brauche ich das nicht. Ich mache die Videos einfach so, wenn ihr sie euch anschaut, finde ich das geil. Also, das Buch heißt Leben ohne Grenzen. Das Inhaltsverzeichnis: Danksagung, Vorwort, Kapitel 3, das werde ich gleich vorlesen, ist Sucht. Kapitel 4 ist unsere Gedanken. Kapitel 5 heißt Anziehung. Da geht es darum, warum wir ständig das erleben, was wir erleben. Spannendes Thema, sehr spannendes Thema. Kapitel 6 ist die Selbstverwirklichung. Ja, da geht es darum, das, was in dir steckt, das, was ich nach außen zeigen möchte, auch wirklich in die Welt zu bringen. Und in Kapitel 7, das heißt Angst. Und die Angst, das ist eines der größten und machtvollsten Werkzeuge dieser Erde. Da werde ich noch tiefer eingehen auf dieses Thema. Kapitel 8 heißt Leben aus der Fülle. Es gibt einen Gegenpart zu der Fülle, das ist der Mangel. Und uns hat man auf Mangel programmiert. Es gibt zu wenig Geld, es gibt zu wenig Essen, es gibt zu wenig Wasser, es gibt zu wenig Luft mittlerweile. Das ist unglaublich. Es gibt von allem, sagt man uns, zu wenig. Und die Wahrheit ist aber, es ist wiederum genau spiegelverkehrt. Ich habe das schon im, glaube ich, letzten Video mal gesagt. In dieser Welt ist alles spiegelverkehrt richtig. Du musst es immer auf den Kopf drehen, damit du die Wahrheit sehen bzw. finden kannst. Solange du das nicht tust, glaubst du diesen Bullshit, den man dir unter die Nase reibt. Das ist Matrix. Und so funktioniert das Spiel. Kapitel 9 ist dann Leben ohne Grenzen. Ja, und als Kapitel 10 gibt es dann noch ein Nachwort. Und ich möchte dir einfach einen kleinen Auszug aus dem ersten Kapitel vorlesen. Ich hole dich mal ein bisschen näher. Ich fange da einfach mal an. 30 Bengalos, 5 Kilo Rauch, durch die Sicherheitskontrolle transportiere ich es am Bauch. Sing ich laut eines meiner selbst komponierten Lieder, während ich sturzbetrunken eine 4x6 Meter große Fahne schwinge und von 4 Leuten festgehalten werde. Ich befinde mich im Gästeblock eines Fußballstadions bei einem Auswärtsspiel meines Lieblingsvereins, irgendwo in Deutschland. Mein Verein führt mit 4:0 und die Lieder, die wir singen, verhöhnen und verspotten unsere Gegner. Wir zünden roten Rauch, Blitzlichter, bengalische Feuer. Unter dem Einfluss von vielen Litern Bier, Whisky und anderen Substanzen feiern wir 90 Minuten Vollgas im Block hinter dem Tor durch, bevor der Schiedsrichter das Spiel abpfeift. Nach dem Spiel, auf dem Weg zum Bus, folgt dann unverhofft der Überfall. Etwa 30 voll vermummte Hooligans der gegnerischen Mannschaft stürmen aus Gebüschen auf uns zu und schlagen auf uns ein. Wir verteidigen uns mit allen Mitteln, bis kurze Zeit später ebenfalls voll vermummt etwa 20 Polizisten auf uns zulaufen und alles niederknüppeln, was noch auf zwei Beinen steht. Kurze Zeit später sind wir eingekesselt. Was folgt, ist die Aufnahme aller Personalien sowie mehrere Anzeigen.
Einige Monate später folgen dann die Gerichtsverhandlungen mit saftigen Geldstrafen und Stadionverboten. Was habe ich hier gerade erlebt? Zum damaligen Zeitpunkt hat mich der Rausch des Stadions, der Kick der Fankurve, der Gesang hunderter Männer hinter dem Tor geradezu fasziniert und high gemacht. Ich ging schon als kleines Kind zum Fußball. Mein Vater nahm mich das erste Mal dort mit hin, als ich etwa 7 Jahre jung war. Seitdem war ich begeistert von der Kulisse, dem Sport, den Fans, der Atmosphäre im Stadion, dem Event. Ab meinem 12. Lebensjahr wurde es zu meiner regelmäßigen Gewohnheit, zu einer Sucht. Fast 30 Jahre meines Lebens lag mein Fokus und meine Konzentration auf diesem Verein, auf meiner Stadt und auf unserem künstlichen Stolz darauf. Dadurch war mein Blick auf das Leben und auf alles, was es zu sehen und zu erleben gibt, schon sehr früh sehr eingeschränkt. Warum? Weil es für mich nichts anderes gab als das. Es gab nur den Verein, unsere Farben, unsere Stadt, unser Bier, unser Gesang. Alles andere war wie ausgeblendet. Ich war süchtig danach und all mein Geld und meine Energie flossen da hinein. Kein Wunder, dass meine Musik für die Kurve, die ich etwa 2010 anfing zu publizieren, ein voller Erfolg wurde und tausende Menschen diese feierten. Hunderttausende. Das hatte ich umändert. Fanatismus und Hingabe für eine Sache lassen einen Menschen ganz schnell in einen Zustand der Trance fallen. Es ist wie ein Traum, eine Blase, in der die Welt in Ordnung zu sein scheint. Man fühlt sich geborgen im Kreise Gleichgesinnter. ABMC, mein Künstlername, stand und steht heute noch bei vielen Menschen für solchen Fanatismus. Er steht für ein Stückchen Freiheit innerhalb einer Geschichte, innerhalb einer Szene. Warum? Weil ich in einer Sache immer ehrlich zu mir war. Ich lasse mich nicht verbieten und gehe gegen Ungerechtigkeit vor. Und das habe ich damals getan. Mit großem Erfolg. Die Menschen sahen zu mir auf. Sie luden mich zu sich nach Hause ein, an ihren Feiern teilzuhaben. Sie wollten meine Unterschrift, Fotos, Fotos und Fotos. Vielleicht erzähle ich meine Geschichte eines Tages in einem eigenen Buch. In diesem möchte ich auf ein ganz anderes Thema eingehen. Die Überschrift dieses Kapitels lautet Sucht. Und genau das war es, worin ich gefangen war. Der Erfolg und der Höhenflug in dieser Zeit ließen mich nur immer tiefer in diese Sucht fallen, ohne dass ich es bemerkte. Ein Mensch, der in der Sucht gefangen ist, wird ohne den richtigen Ausweg und ohne echte Hilfe auch lange darin gefangen bleiben. Es ist wie ein Gefängnis, das man nicht sehen, nicht hören, nicht riechen und nicht schmecken kann. Es ist wie ein Traum, wie ein angenehmer Film, der abläuft und der einen ständig betäubt hält. Doch was ist überhaupt Sucht? Und was bedeutet dieses Wort? Das Wort Sucht kommt nicht von Suchen, sondern aus dem alten deutschen Wort Siechen, was so viel bedeutet wie vor sich hin vegetieren oder dahin leiden. Ist ein Mensch erstmal in einer Sucht drinnen, sind die daraus resultierenden Gewohnheiten und Handlungen meist gegen einen selbst gerichtet. Der Selbstzerstörungsmechanismus greift und der Mensch wird, ohne es bewusst wahrzunehmen, in ein Teufelsrad hineingezogen. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Die Verwandlung und die Bindung an die Sucht hat den Menschen jetzt voll im Griff. Was geschieht innerhalb einer Sucht? Die Scheuklappen gehen zu. Man muss alles tun, um diese Sucht um jeden Preis zu befriedigen. Man sieht nur noch das, was man glaubt, wofür es einzig und allein zu kämpfen gilt. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, welcher Sucht ein Mensch nachgeht. Die meisten Süchte laufen unterbewusst ab. Die Sucht nach Drogen, die Sucht nach Alkohol, die Sucht nach Sex, die Sucht nach Raserei, die Sucht nach Spiel, die Sucht nach Kaffee, die Sucht nach Autos, die Sucht nach Geld, die Sucht nach Luxus, die Sucht nach Shopping, die Sucht nach extremen Sport und die Sucht nach Anerkennung. All diese Süchte wurzeln in einer tiefen Unzufriedenheit unseres Geistes. Wir versuchen geradezu, der Unzufriedenheit zu entfliehen.
versuchen eine Türe zu finden, um unser Leben erträglicher zu gestalten und uns abzulenken, zu betäuben und vieles mehr. Siechen. Für mich bedeutet es, in Kauf zu nehmen, dass man Dinge tut, obwohl man weiß, dass sie einem nicht gut tun. Überall, wo ich heute hinkomme, sprechen die meisten Menschen fast über dieselben Dinge. Ihre Krankheiten, ihren Job, ihre privaten Probleme, ihre Hobbys und über Shopping. Darauf basiert 2020 eine ganze Generation. Nicht zu vergessen die Millionen und Abermillionen von Fotos, die geteilt werden, um jedem zu zeigen, wo man überall war. Die Sucht nach Anerkennung, die Sucht nach dem Smartphone. Das Schlimmste aber ist, dass der Mensch es gar nicht merkt, dass er süchtig ist. Wenn ich mich mit Menschen über deren gesundheitliche Probleme unterhalte, kommt ganz schnell ans Tageslicht, was sich dieser Mensch Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr in den Körper einflößt. Mit welcher Regelmäßigkeit er sich pures Gift verabreicht mit dem Glauben, es sei gesund. Die langfristigen Wirkungen dieser Substanzen. Und leider sind das unter anderem fast 95% unserer heutigen Lebensmittel sind fatal. Krankheit ist kein natürlicher Zustand. Und es gibt innerhalb der natürlichen Ordnung nur Gesundheit. Das sind Sätze, die an Tiefe kaum mehr zu übertreffen sind. Nun sehen wir, dass innerhalb unseres Rahmens, unserer Scheuklappen, unseres Suchtbereichs leider überhaupt nicht. Das sehen wir nicht innerhalb dieses Bereiches. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal kurz so stehen. Ich möchte noch ein paar Worte selber dazu sagen. Mich bewegt jeder Mensch dort draußen. Mich bewegt jede Geschichte, denn jede Geschichte ist individuell. Oftmals treffen wir einen Menschen und sehen nur das Äußerliche und bewerten ihn dafür. Und schon hat sich in unserem Geist ein Bild gebildet. Und dementsprechend werden wir mit diesem Menschen umgehen. Was der aber für einen Rucksack mit sich bringt. Welche Traumata dieser Mensch erlebt hat. In welchen Süchten er gefangen ist. Welchen Mehrwert er dir vielleicht geben könnte, das verschwindet alles komplett. Und daher ist eine Sucht immer etwas, was dir Scheuklappen aufsetzt. Du tust alles, um diese zu befriedigen. Das ist doch crazy, oder? Ich meine, das ist schon verrückt. Es gibt die positiven Süchte, darüber haben wir im letzten Video kurz gesprochen. Aber lassen wir uns das einfach mal wirklich auf der Zunge zergehen. Ich habe, wenn ich in einer Sucht stecke, Scheuklappen auf und tue alles, um diese zu befriedigen. Ich sage nur eins, Mensch, erwache. Fange an, diszipliniert zu werden. Dich aufzuraffen. Zu kämpfen für dich selbst. Stark zu werden. Diszipliniert. Deine Familie zu lieben. Deinem Vater zu vergeben. Deinen Bruder zu umarmen, gib ihm einen dicken Kuss, sag ihm, wie sehr du ihn liebst. Das sind die Dinge, die für die Unendlichkeit zählen und mit der wir uns gleichzeitig ein wesentlich besseres Karma schaffen. Und auch dieses Wort feiere ich mittlerweile, weil ich einfach gelernt habe, das, was ich da rausgebe, das kriege ich zurück. Das ist so easy. Ja? Deswegen bin ich so krank geworden nach über 20 Jahren Vollrausch, oder? Ja, ist doch klar. Du vegetierst vor dich hin, du gehst einer Arbeit nach, die du gar nicht machen willst. Dienst einem Herrn, einem Chef für ein bisschen Geld, was man dir unter die Nase reibt und gibst ihm deine ganze Lebenskraft und deine Lebenszeit. Ich bin dankbar dafür, dass ich daraus erwacht bin. Ihr Lieben, ich habe das noch nie gesagt, aber ein Freund von mir hat gesagt, ich soll es im Video auch sagen. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, um alarmiert zu sein, wenn es ein neues Video gibt. Wenn ihr wollt, soll ich auch sagen, könnt ihr mir gerne auch was spenden. Jeder Cent, der da reinkommt, der fließt in diese Projekte, weil ich diese Projekte für euch tue und ich werde weitermachen damit. Einfach, weil ich es kann.
Ja, ganz einfach, weil ich es will, weil ich mir wünsche, dass ihr einen Mehrwert bekommt. Ich wünsche mir, dass ihr geistige, gute, gesunde Nahrung erhält. Von daher, in der Beschreibung unten gibt es auch einen Spendenlink. Da kannst du bei PayPal, wenn du magst, den einen oder anderen Cent mir schicken. Auch das ist alles nur Energie. Wir geben und wir nehmen. Ja, in diesem Sinne, danke dir für dein Zuhören. Das Buch, weiß ich noch nicht, wann ich raushaue, aber ich werde es für einen sehr günstigen, vielleicht sogar kostenlosen Preis raushauen. Es gibt keinen kostenlosen Preis, aber vielleicht für 4 Euro, 5 Euro zum Download. Und vielleicht auch irgendwo als gebundene Version. Soweit bin ich noch nicht, aber ich werde Gas geben. Ich bleib dran. Alles Liebe euch. Hey, immer weiter. Bleibt treu euch selbst. Tausend Straßen schon gegangen, so viel Scheiße schon erlebt. Doch man bleibt ja nicht gefangen, wenn man endlich sich erhebt. Es ist Zeit zu erkennen. Zeit für die Umkehr und die Zeit, was zu stemmen. Ich singe dieses Lied nur für dich und deinen Mut. Trage dieses Licht in die Welt und mach sie gut. Ich geh weiter, ich hab aus allem wirklich viel gelernt. Tausend Straßen hab ich neu geteert. Yo, ich hab das Herz am rechten Fleck. Meine Weisheit und mein Wissen nimmt mir niemand wieder weg. Ich geh weiter, ich hab aus allem wirklich viel gelernt. Tausend Straßen hab ich neu geteert. Yo, ich hab das Herz am rechten Fleck. Meine Weisheit und mein Wissen nimmt mir niemand wieder weg. Ich geh weiter, ich hab aus allem wirklich viel gelernt. Tausend Straßen hab ich neu geteert. Yo, ich hab das Herz am rechten Fleck. Meine Weisheit und mein Wissen nimmt mir niemand wieder weg. Ich geh weiter.